Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Hoffentlich Let's Show. Ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel noch nicht einmal gespielt. Ich starte das jetzt gerade live mit euch. Onigiri, das ist eigentlich was zu essen aus Japan, soweit ich das weiß. Onigiri ist in Algenblatt eingehülltes, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas. Onigiri. Könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr wollt. Es ist auf jeden Fall neu auf Steam rausgekommen und ja, ich dachte mir, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ja, ich habe hier schon ein paar Einstellungen gemacht. Es ist irgendwie komischerweise nicht auf Fullscreen, wenn man es startet. Aber wir machen hier mal hier Login. Login in. Ja, I agree. Ich habe mir das natürlich innerhalb einer Sekunde total durchgelesen. Was? Das R, was? Okay. Aha. Body Type. Wir haben verschiedene Body Types. Also das ist wahrscheinlich erstmal eine Character Creation, wie man sieht. Muscular Male. Das ist ein Muscular Male. Der hat Muscular, ne? Also Muskeln. Eine Glamorous Female. Female dürfen ja nicht muskular sein. Wir müssen glamorous und was weiß ich sein. Keine Ahnung. Japaner halt. Ne? Oh mein Gott, diese Japaner. Ein Slender Male, also ein schlanker Mann. Ein Slender Female. Ja, Young Boy und Young Girl. Und Average Body Male und Average Body Female. Okay, wir machen mal hier Glamorous, was auch immer. Glamorous Female. Was ist denn das? Ja. Aha, in Unterwäsche. Ja, für Character Creation nicht schlecht. So kann man ranzoomen. Okay, drei Zoom-Stufen gibt's. Das war aber schon der Body-Type. Gucken wir mal bei Face. Ah, man kann mit dem Mausrad aber noch genauer zoomen. Das sieht ja Wahnsinn, also wow. Also das Gesicht an sich, ne, ist halt Anime-Stil. Hm. Hier irgendwas ernster gucken, das vielleicht? Boah. Okay, also mit riesigen Augen muss man dann erleben. Eye Color, so, ich zeig mal ein paar Eye Colors. Durch die großen Augen sieht man das aber gut, also die Augenfarbe. So. Kann man sich einstellen, wie man beliebt, wie man erliebt möchte. Okay, das haben wir jetzt her. So. Hairstyles. Nochmal lange Haare mit bisschen Clipping. Nochmal lange Haare mit Schulterclipping. Ein bisschen. Kurze Haare. Nochmal kurze Haare. Topf. Jö. Das sieht, ja, okay, Igel. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ah, ja. Doppelzopf. Ja, klassisch lange Haare, würde ich sagen. Nochmal lang mit Stirnverdeckung. Mit einer Spinne hinten auf dem Kopf. Ich weiß nicht, es sah von hier aus wie eine Spinne, so auf dem Rücken gelegt. Kurze Haare. Über die Schulter. Da ist irgendwas. Achso, zwei Haarbändchen. Okay. Also Haare gibt es bisher am meisten. Die Frisur würde mir gefallen, wenn das Bändchen nicht da wäre. Das nehmen wir deshalb nicht. Das mag ich nicht so gerne. Das. Aber so
soll man denn nehmen? Komm, dann nehmen wir das hier. Im Pferdeschwanz. Und Zopf hat's auch noch. Sorry. Haarfarben gibt's ja jede hier. So. Sieht man's, glaube ich, ein bisschen besser. Habe ich drei Orte, wo ich hingucken muss. Okay, hier sieht das nicht so cool aus. Ich glaube, wir lassen das hier bei. Oder? Nur rot. Gut. I'm not very happy. With the Haarfarbe. With. Clothing Sets. Was haben wir denn da? Weißt du? Müssen wir dafür das hier anmachen? Da. Da, 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 da. Sieht doch ganz cool aus. Nehmen wir das. Oh! Was haben wir denn hier? Man kann sie nur einzeln. Kunoichi Walmut, keine Ahnung, was das ist. Sakura Child, Princess Wisteria. Wollen wir davon irgendwas? Wie macht man das wieder weg? Gar nicht. Machen wir es so. Okay. Aha. Das ist jetzt nur das Oberteil, oder was? Okay. Schauen wir mal, ob wir für uns selber was zusammenbasteln. Wie ist damit? Wormwood. Was ist das? Ist die Hose? Nee. Ah, okay, der rechte Arm. So. So ist cool, oder? Und das sind dann die Schuhe, oder was? Nee, die Hose und die Schuhe zusammen. Das sieht irgendwie dämlich aus. Echt so? Ich weiß es noch nicht. So. Und Voice. Okay, ich habe fast nichts gehört, aber wir nehmen das hier. Okay. Okay, jetzt haben wir alles. Select. Name. Haha. Darumagia. Okay. Power, Sword, Odachi, Axt und Spear, Tough and Strong, Close Range Fighter, Defensive, Spear und Staff, Zauberstab, Bögen und. Okay. Kind und Daring. Okay, Master of Burst Damage. Aber wir nehmen mal Tough and Strong. Ihr kennt mich, ich brauche Tough und Strong, sonst sind wir gleich tot. Press Alt Key to change between menus and moving your character. Okay, das ist ja. Das Spiel ist übrigens kostenlos auf Steam. Das sieht komisch aus. Hier mit den Schatten können wir das machen. Follow the arrow to the Daruma. Oh.
aber ein paar Sachen will ich noch ausprobieren. Okay, da kommen wir nicht drauf. I. C. R to Autobahn. Okay, aber in irgendeine Richtung. Okay. Zoom. Ja, klar. Okay. Dann reden wir mit dem. Wie denn? Wir haben ihn umgebracht. Kia, wer ist denn Kia? Was geht denn hier ab? Da geht's auf jeden Fall weiter. Enter the portal. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es wurde als MMO bzw. Nope. Oh ja. Fünf Köpfe sind besser als einer. Das ist drei Frage. Das sind die drei Fragezeichen, okay? Klappt wohl nicht mehr so mit dem Benefizspiel. Hä? Ach, da ist er. Defeat the monster. Come here, one on one. Aua. Okay, doch nicht. Geh weg, du. Das war's schon. Lady Shizuka. Ja, ja, warte mal. Wie loot ich denn? Pick up the items. Ja, wie denn? Eh. Ja, damit. Also. Ja, mehr Items. Leave Dungeon. Das war ein Dungeon. Okay. Protect yourself from critical. Ja, Entschuldigung. Was? Login Boost. Ein Soul Egg. Ja, ja. Onigiri Coin. Das war das hier, oder was? Ja, ja. Wieso ist die da nackt? Okay, hier sind noch andere Spieler, wie man sieht. Mythopo, ja, alles ist alles hier. Ich meine, die Schritte, weil die alle Holzschuhe tragen. okay, und wie kommt man jetzt ins Menü? Shopping Plaza, Community Story, My Character. Entschuldigung, Login. Inventory. Wir haben doch Sachen gefunden. Copper da. Identify. Okay, wie machen wir das? Entschuldigung. Wie identifizieren wir denn? Ich will das sofort identified haben. Das ist unser Loot. Aha. Tuna Nigiri. Okay, keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich raus. Okay, Shopping Plaza. Helping Hand. Was? Also es gibt die Sachen scheinbar. Und mehr nicht. New Items. Premium Boost Tickets. Ja, es gibt die Sachen hier. Aber keine Kostüme oder sowas. Okay, dann. Plunk, plunk, was soll man machen? Report to Tsuku. Tohoku Tsuku. Wer ist denn Tohoku Tsuku? Tohoku Tsuku? Nee, das ist Kichui. Oh, Drodeska. Und Toni? Was?
やつを追っ払ったそうではないか。お主も頼もしくなったもと、それどころではなかったな。またか。さっきは助けてくれてありがとうございました。ありがとう、ありがとう。私の名前は静香です。静香です。びっくりしていました。あんな怪物を追い払うなんて。やば、ein bisschen zu einfach。静香御前は由緒ある家柄の出でな。たまたまこの鬼ヶ島までおいでになっていたそうだ。静香御前、またどうしてこんなところまで。Und warum hast du nur rosa eine Sache an? Was stimmt nicht mit dir? ちょっと秘密の用事なんです。Ein Geheimnis, warum sie hier ist. Bestimmt ein gefährliches Monster, was ist das da? Aha. Collect Reward. Und das da? Eine mit. So. No Presence, okay. Immer auf zu lachen da. Shogunate Prinzess Hessikreuz. Aha. Okay. Achso, die Rede blieb. Darumakia-san, this is emergency. Mhm. So des ga, so des ga. Ayabaya. Onigiri, Onigiri, Onigiri. さっきの怪物が神食いだったな。神食いを知っているか。え？神食い？ガレックス。神食いというのは恐ろしい古代の怪物です。地上に現れ、神々と人間に。Sie sind plötzlich aufgetaucht. されたと文献で読んだことがあります。Das alles, was man über sie weiß. ものを倒すことかな。Es gibt keine Chance, sie wirklich zu killen.Nur sie wegzusperren. Einer war hier eingesperrt. Warum lacht er dann? Ja, Job. Ja, viel Unter. そんな危険な場所に一人で行かせる。オッケー、自分 mitkommen und er will sich verpissen。オッケー。いや、まあ。私だってちゃんと自分で自分の身ぐらい。いや、まあやですね。その通りであります。神食いの封印は。ボー、labert nicht so viel。Ich will hier los。Sorry。よろしくお願いします。私、少しでもお役に立てるよう頑張ります。オッケー、Friendship Pendant。Aha、Great。Also, um die Zuneigung zu erhöhen. Okay. Die Pfeile auf dem Boden zeigen an, wo wir hin müssen. Aber was ist das da? So einen haben wir da vorhin umgebracht. Aha. Okay, hier dürfen wir noch nicht hin. Okay. Wir hatten über eine Quest. Mhm. Let's go. Okay, okay, machen wir. Gift Present hier. Hier, kannst alle haben. Gift Present. Können wir nicht mehr geben? Wir haben doch noch ein paar Sachen. Okay. Outfit Change. Aha. Outfits Regular. Okay. Gibt's auch Unregular? Keine Ahnung. Nein, Identifizierung. Ja, erzähl. Okay, 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 okay. Okay, okay. Ja, aber wie machen wir das jetzt? Erzähl. Revealing the Heart of the... Okay. Sie kann das. Ja, das finden wir sehr useful. Akzept.
noch ein Pendant. Identify. So. Achso, wir haben kein Geld. Das ist ja doof. Ja, ja, hier. Du kriegst noch ein Präsent von uns. Was? Wieso können wir hier kein Präsent mehr geben? Wir wollen. Special. Yes, Yukai. Was ist das? Keine Ahnung. Mount? Willst du unser Mount sein? Nein. Alles klar. Yeah. Nothing, alles gut. Moment. Wir sind schon Level 30. Juhu. Aha, hab ich's euch gezeigt. To Temporal Rift. Da wollen wir ja nicht hin, oder? Keine Ahnung, was, welcher Pfeil führt denn wohin? Mich verarschen. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, wir gehen da einfach. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Das Spiel ist super. Nein, ich bin einfach. Also es ist nicht mein Stil, Anime. Ich habe nichts gegen Anime. Ich gucke manchmal Anime, also sowas. Wie Black Lagoon oder so. Aber dieser Stil mit. Das Spiel ist abgestürzt. Oh, klasse. Ja, dann Onigiri. Ja, ja, Cyberstep. Wunderbar. Also, es scheint noch buggy zu sein. Einfach so abgestürzt. Login. Ja, genau. Startgame. Level 3 sind wir schon. Okay. So. Ja, ja. Mach nicht, nicht. Lass, hör auf damit. Don't display. Wir haben noch ein Geschenk bekommen. Aber mit Alt hat er gesagt, ne? No presents. Hä? Er hat gesagt, wir haben Präsent. Arsch. Okay, wir versuchen es nochmal. Ach, Training Ground. Nee, da wollen wir nicht hin. Ja, mach mal hier Skip. Da wollen wir nicht hin. Tja, was sollen wir denn da? Hä, wir haben aber noch 500. Da steht, wir haben 500. Wieso konnten wir gerade... Oh, man kann Stände aufstellen und Sachen rankommen. Ich weiß aber nicht, welcher Weg führt zum... Irgendein Achievement. Ich bin doch nur hier ran vorbei. Und hier gibt es eine Quest. Mhm. Aha. Okay. Sieht aus wie... Ja, ja. Wir machen alles, was du sagst. For Dango's sake. Wer ist Dango? Hier, da kommen wir her. Okay. Free, free. Alter, das sind ja ganz schön viele. Ich nehme jetzt nicht jede Quest hier an. Oder? Das ist ein bisschen verwirrend hier für mich. Geh mal da lang. Wir zeigen alle anderen Pfeile in die andere Richtung. Was ist denn hier falsch? Okay, irgendwo geht es jetzt auf jeden Fall hin.
Okay, das ist die Open World scheinbar. Ist das da hinten der Schrein? Das könnte sein. Alles was süß ist, wird sterben. Level up. I don't know what I do. Aber solange wir dafür Level up schon Sachen. Okay. Dass wir den Schrittgeräusch ein bisschen vermeiden. To den of Karma. Ne, da wollen wir nicht hin. No Karma. Ei zeigt in die Richtung, wie geht die durch. Okay, Vorwärtsrolle gibt's. Den bringen wir unterwegs noch rum. Was ist denn das für ein Glob? Schnell mit den Level-Ups, ne? Okay, die hat die alle gepult. Mhm. Viel Spaß. Oh, eine Kröte! Hä? Kappa. Dieser heißt der Kappa. So haben wir auf einmal auch Stab gewechselt. Ich wollte nicht auf Stab wechseln. Ha! Da habt ihr es, ihr Frösche. Kein Frosch kann es mit uns aufnehmen. Mann, die spawnen aber schnell. Okay, an den Effekten müssen wir noch arbeiten. Die sind fast tot, hä? Jetzt schickt er uns auf einmal in die Richtung. Aber hier ist scheinbar irgendwas. Das ist der Schrein. So heilig aus. Rest Area. Nee. Wir haben da wieder irgendwelche Sachen, die aufploppen. Das machen wir nicht mehr. Aha. Aha. Aua, Vitalität. Power. Oh, wir haben ganz schön viele Statuspunkte. Okay. Equip. Schon, wir haben das Schwert jetzt in der Hand, hoffentlich. Ne, haben wir nicht. Ja, was ist denn das für eine Verarschebox, die man sagt, wir haben hier was und dann haben wir da nichts.
Und hier hüpft auch mal. Get item. Okay. Fireball. Tunanagiri. Lass mich in Ruhe, du Frosch. Ist das unsere Begleiterin hier? Nö. Tu mir weg. Cave of Screams. Und wir gehen einfach mal rein. Oh. Das ist ein Dungeon. So, aber ich möchte unbedingt, bevor wir da jetzt irgendwas machen, Charakter, Equip, Momentum. Wieso haben wir auf einmal einen Zauberstab in der Hand? Das traf ich einfach nicht. Jetzt habe ich den removed. Okay. So, das ist jetzt. Achso, wir können es im Dungeon nicht. Toll. Oh, jetzt habe ich gar nichts in der Hand. Ciao. Warte mal, Freunde. Nein, jetzt habe ich das Buch umgestellt. Ich bin durcheinander. Was ist das hier? My Character Equipment. Ja, dann meinetwegen so. Ja, scheint hier zu tangieren, das. Small Guitar, was auch immer das ist. Hallo? Oh mein. So. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt haben wir wieder das Schwert mit F. Ich habe mich vorhin verdrückt und in Panik das Schwert geändert. Den Zauber. Crap, it's a human. Mehr oder weniger mit Wieslaugen. Wieso kann ich den nicht angreifen? Hallo? Ich kann den nicht angreifen. Fuck. Alter, warum Sachen noch kannst du schmeißen? Okay. Und wieder da aufgehen. Ah, ich weiß warum. Okay, Moment.
jetzt. Jawoll. Das Menü war noch. Ich bin echt der Pro-Gamer. Ja, das ist deutlich leichter als diesen Zauberstab. Also, was? Der Zauberstab ist bestimmt ganz cool, aber da muss man am Anfang auch die Zauberer sein. Haben wir nicht. Ah, okay. X blockierter Weg. Okay. Da sind Truhen, seht ihr das? Oh no. Oh yes. Nein. Wird immer F anscheinend. Aha, wenn euer Schwert oder eure Waffe ganz kaputt ist, also die Haltbarkeit auf Null, dann ist es eine größere Chance, dass man es nicht repariert. Also, das ist Reparaturfähig. Na, schon wieder. Guron, so nett und Guron. Aufs Maul an. Okay, jetzt erstmal auf hier. Danke. Ja, Pac-Man getötet. Also wäre diese Bugs nicht, ne? Wären die Kämpfe gar nicht mal so schlecht, aber zum Beispiel dieser Schatten da. Weiß ich nicht. I don't know what to say. Wo ist eigentlich unsere HP-Anzeige? Ach, da. Oh, okay. Oh man, Saudo. Ich dachte, der könnte jetzt was, weil er groß war, aber. Alles, was sie können, ist uns Loot droppen. Und da ist eine Dungeon-Kiste. Scheinbar. Wir sollen nicht weiter, also. Ja. Surprise. Scheiner. Oh, das sieht ja süß aus. Warte mal, Freund. Scheint ein Boss zu sein. Ah! Party! Clear Time, 8 Minuten 48. Ist das gut? I don't know. Aber ich gehe schon noch weiter.
Oh, noch mehr Loot. Okay, da geht's raus. Und da kann man rein. Alles klar. Yay, wir haben irgendwas gekriegt. Hiya. Wir könnten Punkte verteilen, aber nur. Gesehen, wie wir über sie drüber gesprungen sind. Wie wahre Pros. Okay, es scheinen aber wirklich einige zu spielen. Aber Freunde, das war's von dem Let's Show, weil ich glaube, so ein bisschen was hat man gesehen. Und den Rest kann man auch selber entdecken. Ich denke, das wird alles in einer Folge hochgeladen werden. Dann muss ich das nicht schneiden. Das tut ich zu froh, Leute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß oder euch gefällt das Spiel. Es gibt es kostenlos bei Steam. Könnt ihr euch da holen und runterladen. Wie gesagt, Free-to-Play bedeutet auch immer, dass es irgendeine Möglichkeit geben wird, dass sie an euch Geld verdienen wollen. Bedenkt das bitte immer. Aber ja, gut. Das war Onigiri und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.